dann habe ich 1977 einen Artikel über die Reaktanz gelesen. Die Reaktanz kommt aus der Physik und ist von einem Menschen erfunden, der 1882 als Sozialist aus Breslau fliehen musste nach Amerika. Sie sehen ihn hier, er war ganz ein gehandicapter Mensch. Sie sehen ihn hier an der Seite von Einstein. Er war damals so berühmt wie Einstein und Tesla und Edison war der in einer Reihe. Heutzutage kennt den keine Socke, nicht mal die Physiker und Physikerinnen kennen ihn. Ich habe letztens sogar die Bundeskanzlerin danach gefragt, als Physikerin hätte sie den ja gut kennen können, kannte sie auch nicht. Und dieser Mensch hat die Reaktanz erfunden als Blindwiderstand, der zum Beispiel in ihrem Auto dafür sorgt, dass wenn sie den Fensterheber anmachen, dass wenn sie den Finger dazwischen haben, der Finger nicht abgeht, weil die Reaktanz dafür sorgt, dass der Strom stockt. Das ist ein bisschen kompliziert, da will ich jetzt nicht länger drüber reden, weil das können Sie nachlesen, wenn es Sie tiefer interessiert. Und das 1966 hat dieser Sozialpsychologe Jack Bram hat da drüber gelesen und hat das in die Sozialpsychologie überführt. Und davon dem habe ich einen Artikel 77 gelesen und plötzlich merkte ich, das ist eine Lösung immer, wenn ich so einen Hals habe. Der Hals heißt auch vornehm Reaktanz. Das heißt, ich bin körperlich sofort gegen was. Mein Körper berät mich, wenn ich gegen was bin, indem ich einen Hals oder einen harten Bauch kriege, je nachdem, wo die Stelle ist. Und dann kann ich auf diese Weise, kann ich sofort erfahren, dass da irgendwas in Unordnung ist. Und der Jack und ich hab dann gemerkt, dass wenn Leute mit mir komisch im Übergang waren, dachte ich, das ist Reaktanz. Und als ich das dann gelernt habe, konnte ich plötzlich völlig anders mit den Menschen umgehen, weil ich erkannte, es ist wie Physik. Ich bin dem Apfel auch nicht böse, wenn er hier auf der Erde fällt. So mechanisch läuft das mit der Reaktanz ab. Wenn Sie einmal dahinter gekommen sind, Sie kennen das alle. Jeden Tag haben Sie das, jetzt auch, wo ich Ihnen so viele Sachen erzähle, die Sie gar nicht kennen. Der dicke Hals, der harte Bauch heißen in vornehm reaktanzfachlich. Und darüber habe ich schon 1982 in diesem Buch, das liegt auch irgendwo, habe ich in diesem Buch bereits über drei Seiten über Reaktanz geschrieben. 1982 war die Welt aber noch nicht reif dafür. Hat nie jemand gesagt, ah, Frau Thomas, erzähl doch mal was über dieses interessante Phänomen, sondern ist unerhört geblieben. Nur alle Menschen, die mit mir zu tun hatten, haben alle was mit Reaktanz zu tun bekommen. Der Witz ist, ich habe durch die Reaktanz gelernt, ne, hier sehen Sie den alten Ägypter, wie kann ich besser alleine vorankommen und wie kann ich besser meine innere Balance finden? Das ist ja beim Rudern ganz wunderbar, vor allen Dingen, wenn der hier so ein Stand-up-Paddling macht, da der alte Ägypter. Das heißt, Menschen haben schon immer darum gerungen, Haltung zu bewahren und dabei zu bleiben. Und genauso ist das natürlich, wenn Sie miteinander rudern. Und das ist ja das Schwierige, dass Sie dann mit allen hier zusammen gleichzeitig die Ruder eintauchen. Wenn einer langsamer macht, dann geht das nicht mit dem Boot. Das ist das Geniale an diesen Ruderbooten. Da lernen Sie wirklich, sich wie ein Körper zu bewegen. Und, das ist ja ein interessanter Ausdruck, nicht aus der Reihe zu tanzen. Na, als die früher Leute, die früher Reigentanz gemacht haben, lernten sie nicht aus der Reihe zu tanzen. Das können unsere Kids heute gar nicht mehr. Sich wie höchstens, wenn sie Karneval da, wie heißt das, die Beine schmeißen oder so. Thank you.